Am letzten Tag möchte ich euch gerne noch mal ein paar News geben mit Sachen, die wir verändert haben. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, weil das einfach zu viel ist. Viele haben ja schon gefragt, ja, gibt ja bald Elite X 2.0. Natürlich werden wir den irgendwann jetzt machen, aber ich weiß noch nicht genau, wann wir den machen. Das kann auch noch bis zu einem Jahr dauern. Ne? Also ganz wichtig, ne? Uns da nicht drauf festnageln. Ne? Ich gehe aber davon aus, dass wir, ja, ich sag mal, eine neue Version schon relativ zügig, auch vielleicht ein bisschen eher davor launchen werden. Aber ja, mir ist halt wichtig, dass die existierenden Kunden immer wieder upgraden können. Das ist halt sehr wichtig, ne? Dass wir den Body gleich lassen, dass wir wirklich Dinge immer, immer besser machen. Das ist ja auch euer Wunsch gewesen. Also ich glaube, wir sind da der einzige Hersteller, der genau diesen Punkt nämlich macht und Upgrade-Kits anbietet für unsere Kunden. Ne? Vielleicht kommt jemand mal näher und ich demonstriere euch, zeige euch ein paar Sachen, die wir halt eben final gemacht haben. Ja? Also final, in Essenz, wir müssen es noch teilweise durch die KBA-Prüfung durchbekommen. Schaut mal. Das ist das neue Display, habe ich eingangs schon erklärt. Ja, das neue Display hier ist etwas dunkler, seht ihr, ne? Das ist auf 300 Nits, das wird richtig hochgehen. Auf 1000 Nits, das kann man sehr, sehr schön sehen hier an den Seitenpanel. Ne? Da ist nochmal ein großer Unterschied halt eben, ne? Also von der Helligkeit halt eben. Jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben hier in dem Bereich, ne? Hier in dem Bereich eine neue E-Brake halt eben dementsprechend verbaut. Ne? Das heißt, wir werden jetzt grundsätzlich auf die E-Brake-Variante umschwenken. Das bedeutet, die alte E-Brake werden wir komplett dann mehr oder weniger aus dem Programm nehmen, weil wir einfach gemerkt haben, ne, jemand mit der neuen Version und mit dem normalen Kontrolle, mit dem ist das vom Bremsverhalten natürlich nochmal um einiges besser. Ne? Das ist ganz wichtig zu wissen. Okay, also das wird definitiv jetzt final sein. Das Display wird auch dementsprechend final sein. Und natürlich arbeiten wir immer an weiteren Komponenten. Wir haben es leider heute nicht ganz geschafft. Der neue Klapphaken kommt, sodass ihr den auch zumachen könnt. Ne? Weil die hatten eine Version hier, die hat mir nicht so gut gefallen. Ich möchte wirklich, dass man die schließen kann, damit wir es auch haben. Also das werden wir wahrscheinlich dann irgendwann für 4,99 € bei uns im Onlineshop anbieten. Ihr macht einfach die Schrauben auf und dann passt das Ganze. Was noch wichtig ist, was haben wir noch gemacht? Wir haben ja schon im Eingangsvideo gesagt, wir arbeiten an einem neuen Controller. Wir sind den beide gefahren, den Controller. Ne? Wir sind den Controller beide gefahren. Und ich würde sagen, was sagst du? Megan, bei neuen Controller ist es. Also der neue Controller wird 30 Ampere haben. Ja? Nicht festnageln. Alles, was ich sage, muss immer durch die TÜV und KBA-Prüfung kommen, ohne Übertaktung. Ganz wichtig. Ne? Das heißt, jetzt können wir da wieder rumspielen, ne? Also da ich da wieder nicht so Aussagen hinlasse. Wir werden natürlich 3100 Watt Peak Power plus haben. Ne? Aber wichtig ist, die Entscheidung trifft natürlich das KBA bzw. auch der TÜV. Wir versuchen das jetzt relativ zügig durch den TÜV zu bringen. Meine Idee wäre, Stand jetzt, ja, dass wir das so machen, dass wir auch Upgrades später für die Controller anbieten werden. Weil der neue Controller hat unfassbar viel Power. Ja? Wir könnten das Drehmoment nochmal erhöhen, aber ich kann euch sagen, wir sind beide ja gestern gefahren. Ich sage ehrlich, meine Meinung, ich würde es gar nicht machen. Deshalb lade ich euch gerne ein. Liebe Kunden, ja, kommt der Emanuel und ich, wir fliegen heute Abend zurück. Das heißt, wir sind ab Montagmittag im Büro. Du wirst wahrscheinlich schnell, alle Einbauen-Team will das auch sehen. Dann kommt ihr gerne vorbei und testet das Gerät bei uns. Ne? Ja. Das könnt ihr natürlich gerne machen, sondern einfach auch mit dem neuen Controller mal testen und sagen, oh, guck mal, eure Meinung ist da halt eben auch total wichtig. Ich möchte es genauso weitermachen, sondern es gut ja immer besser machen. Wichtig zu verstehen ist, es wird nie dann ein Ende geben. Ja? Leute schreiben schon da rein, oh komm, da muss eine Navigation rein, die ist rein, die ist rein. Ich bin natürlich in dem Punkt auch jemand, der das immer besser machen möchte und wahrscheinlich nie aufhören würde, ne? Wenn wir hier richtig loslegen. Ne? Aber wir haben sehr, sehr viele Sachen verbessert. Der Kickstand, ne, ist auch verbessert. Wir haben jetzt hier unten, wie ihr seht, einen neuen Kickstand gemacht. Der Scooter steht jetzt richtig gerade. Ne? Nochmal, wenn Kunden das möchten, werden wir das auch extra im Onlineshop anbieten. Also ich finde persönlich den alten Kickstand total in Ordnung. Aber es gab Kundenwünsche, die das gerne gewollt haben, dass wir den noch mal länger machen. Ihr seht, der ist jetzt final. Der Scooter steht final auf dem neuen. Ja, ne? Wenn ihr es wollt,
machen wir das. Ne? Haben wir auch komplett fertig. Wir haben das Material der Disc Brake nochmal verändert, also nochmal ein bisschen stärkeres Material genommen, jetzt bei der zukünftigen Produktion. Ne? Was haben wir noch gemacht? Es gab ein paar Kunden, die haben über das Shaking im Deck gesprochen. Das Shaking im Deck der Batterie, also ne, ein Sound, entsteht durch diese wie sagt man das auf Deutsch, durch den Griff, der oben dran ist. Ne? Da haben wir jetzt nochmal eine zusätzliche Abdeckung draufgepackt, sodass das auch dementsprechend 100% in der Zukunft sicher ist. Das könnt ihr auch dann immer selber machen. Also es ist nichts Wildes, was wir hier machen. Wir haben grundsätzlich die Federung 20% mehr softer gemacht. Das heißt, wir haben die gleiche Federung benutzt, aber die Einstellung der Federung einfach nochmal softer gesetzt, weil viele Kunden von euch gesagt haben, guck mal, oh, ist mir doch ein bisschen zu hart. Ne? Die Federung selbst haben wir jetzt auch komplett so geändert. Was haben wir noch gemacht? Wir haben ein bisschen an den Schrauben was gemacht, wir haben die ein bisschen verbessert. Wir haben jetzt fast die Solarpanels fertig, die müssen wir auch noch launchen, ist wichtig. Wir haben ein paar Sachen am Motor verändert, also Abdichtung des Motors, Kleinigkeiten, die halt in der Produktion halt relevant sind. Ne? Situation wird jetzt so aussehen, ich kriege in den nächsten Tagen das Feedback, also auch was das Display angeht. Ich gehe davon aus, dass wir das Display ja, im Juli, August irgendwie hier haben werden, ne, final. Vielleicht auch schon eher. Ne? Unser Ziel ist jetzt, mit dem TÜV zu sprechen, ne? Dass wir einmal die Motortests durchmachen, ganz, ganz wichtig. Ne? Denn wir müssen natürlich immer auch verschiedene Normen erfüllen. Ich glaube, wenn wir den Scooter so rausgeben, wie er jetzt hier steht, und ihr seid also wie gesagt herzlich eingeladen, bei uns ins Büro zu kommen. Ja, das ist, also Entschuldigung, das ist, ich glaube, ich sag einfach, nee, ich mach diesmal so. Kommt einfach vorbei und testet es und dann sagt ihr uns gerne unsere Meinung. Ne? Also wir haben da ganz viele Sachen nochmal gemacht, weil wir gemerkt haben, okay, ihr wollt immer mehr Power, immer mehr Power, immer mehr Power. Ne? Und wir merken halt eben jetzt, also ja, selbst mit 130, 140 Kilo Zuladung eigentlich jeden Berg mit... Einfacher mit Birke. Ich sage es, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, es ist auch fast schon gefährlich, ehrlich gesagt, ne, ja. Bei der ganzen Power. Wir haben die Option, noch mehr Drehmoment freizugeben. Wenn wir das machen, ich sage ehrlich, du hast es auch gesehen, ich bin fast zweimal runtergefallen von dem Scooter, weil ehrlich gesagt, wir haben die ersten Tests auf Normalmodus gemacht, ne, und ich dachte so, hä? Und auf einmal kam der Display-Lieferant und sagt, guck mal hier, oh, ich habe die gar nicht eingestellt für euch und hatte die dann auf hart gestellt, die Motorpower auf hart gestellt und dann ging die Post halt ab. Ne? Ja, das ist halt wichtig für euch zu wissen. Das heißt, mein Ziel ist, wir arbeiten immer wieder weiter dran. Ich freue mich wirklich total. Wir haben die Kooperation hier auch mit TauTau weiter gefestigt. Ihr habt gesehen, den alten Display-Lieferant mussten wir leider entlassen. Das ist leider nicht so gut gelaufen, wie wir uns das vorstellen. Ihr werdet beim neuen Display auch eine neue App bekommen. Das ist ganz wichtig. Also die App wird 1:1 deckungsgleich sein. Ne? Das mussten wir jetzt machen, ne? Weil bestimmte Teile halt, die wir in Auftrag gegeben haben, bei dem jetzigen Display-Lieferanten nicht so umgesetzt sind. Ne? Wie zum Beispiel hier die einzelnen Prozentanzeigen. Alles, was ich sage, auch was der Controller angeht, ist noch nicht final. Ne? Wir gehen jetzt einmal in die Tests, gucken, wie weit kriegen wir das durch, was passt da alles soweit und dann würde ich dann dementsprechend Bescheid geben. Natürlich bekommen die Kunden die Sachen zum Selbstkostenpreis. Das alle existierenden, ja, wenn wir Upgrade-Kits machen, haben wir ja auch lange drüber gesprochen, ja, kriegt ihr von mir und auch von TauTau natürlich den Selbstkostenpreis. Wir wollen dann damit kein Geld verdienen, gerade weil ihr uns das sehr, sehr supportet habt, sondern ja, das habe ich eingangs schon gesagt. Ne? Also das ist klar, da kann man sich überlegen, vielleicht gegebenenfalls nimmt man nur das Display oder man nimmt Display und Controller, aber das müssen wir jetzt halt rausbekommen, indem ich einmal ganz kurz mit dem TÜV einmal die komplette Prüfung einmal neu mache. Wichtig für euch auch final zu wissen. Ist nämlich nicht so, ja? Das nennt man bauartbedingte Veränderung. Nur dieser Klapphaken, nur dieser Haken, bedeutet eine bauartbedingte Veränderung, ne, laut KBA-Standard. Das bedeutet, ich würde gerne alles am liebsten einmal komplett ruhig machen, um das Gerät halt neu zu machen. Wir überlegen noch, also das Nummer 1 Priorität ist für mich, dass wir Upgrades anbieten. Das ist das Wichtigste. Ne? Das haben wir beim Legacy gemacht, vom Legacy 1.0 auf 2.0, da haben wir auch die einzigen, die diese Upgrade-Kits anbieten. Und das Gleiche möchte ich halt eben hier auch machen, ne, um das halt besser zu machen. Ne?
So ist so ein bisschen meine Grundidee. Ich gehe davon aus, dass wir so nächsten 2-3 Wochen da schon ein Feedback geben können. Ne? Ihr dürft es aber gerne bei uns einmal schon mal fahren. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ne? Habe ich irgendwas vergessen, jemand? Weil das sind einfach so viele Sachen. Eine Sache habe ich vergessen. Wir haben gestern, also 2 Sachen habe ich eigentlich vergessen. Fangen wir mit der ersten Sache an. Wir haben gestern, vorgestern mit den Designern gearbeitet, mit ganz tollen Lieferanten zusammen. Wir werden dieses Jahr noch einen weiteren Scooter launchen mit TauTau. Ja, und da könnt ihr euch super drauf freuen. Das wird auch wieder ganz besonders werden. Die zweite Sache, die ich euch gerne noch ankündigen möchte, ist, wir haben eine komplette neue limitierte Edition jetzt gemacht. Komplett mit Carbon-Optik. Ich zeige die euch jetzt noch nicht, aber sie ist, ich glaube, sehr, sehr besonders geworden. Was sagst du? Dann später. Später. Genau, ne? Wenn wir Elite X 2.0 launchen, was ich jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen kann, wann, ja? Vielleicht im Laufe dieses Jahres, wie auch immer, ne? Mhm. Ich würde es aber schon im Laufe dieses Jahres halt präferieren, weil wenn wir das einmal durchziehen, dann würden wir es halt eben auch machen. Durch diese Änderung, klar, wird der Scooter nicht günstiger werden, sondern eher zum jetzigen Zeitpunkt teurer werden, weil die Controller massiv teurer sind. Also, ne, das ist ganz wichtig, nicht ganz so einfach. Display wird auch, es besteht aus 3 Einzelteilen, ist auch massiv teurer als das standardisiertes Display, was ihr halt im Markt kaufen könnt. Ansonsten kann ich euch wirklich empfehlen, kommt gerne ab Montag vorbei. Wir haben ganz viele Sachen mitgebracht. Ne? Wir können euch vielleicht dem einen oder anderen netten Kunden schon mal so einen Sneak Peek auf so ein paar Änderungen halt eben geben, ne? Die wir halt eben haben. Rücklicht haben wir auch ein bisschen mitgearbeitet, ist ein Tacken heller geworden. Ich überlege noch, ob wir das Rücklicht behalten sollen oder ändern sollen. Wir haben es beim Legend, beim Legacy. Mhm. Ne? Ich persönlich finde es persönlich nicht zu dunkel in irgendeiner Form. Ne? Du kannst ja mal hinten gucken. Ne? Durch den... Ne? Wir gucken, ich spreche mit den Lieferanten dann nochmal drüber. Mhm. Ich würde gern das Molding nicht komplett ändern. Wenn ich das Molding hinten vom Schutzblech ändere, dauert das, verlieren wir sehr viel Zeit. Ich möchte euch sehr zügig das halt eben auch dann ausliefern können. Das ist halt wichtig zu wissen. Ansonsten vielleicht noch die Hinweis für mich. Ich hatte das gelesen, Team hatte mich gefragt. Wir haben immer natürlich für den Elite X genug Ersatzteile halt da. Ne? Natürlich, aber wir stellen die noch nicht großartig online, weil für uns ist halt wichtig, wenn mal irgendwas mit dem Scooter passiert oder so bei euch, ne, dann seid bitte so lieb, dann meldet uns euch einmal bei uns. Wir haben wirklich von jedem einzelnen Teil genug Ware auf Lager. Das ist halt wichtig für euch zu wissen. Ansonsten, Imad, wie ist dein Feedback? Ja. Wir haben unfassbar viel geschafft, oder? Viele geschafft. Also, wir haben uns aber auch total gefreut, weil wir haben sehr viele Sachen, die TauTau macht. Ihr habt es ja wahrscheinlich im vorigen Video gesehen, wie groß das hier ist. Ne? Wir haben also heute auch mit dem Chef von TauTau noch mal lange gesprochen, oder ich heute Morgen, und das war sehr positiv halt, ne? Und sehr schön. Und klar, wir haben da auch vollen Support, was das angeht und gerade auch was die neuen Produkte angeht. Und da kommt eine Menge noch auf euch zu in diesem Jahr, was natürlich neue Produkte geht, was weitere Entwicklung angeht und so weiter. Und wir melden uns jetzt auch wieder öfter online bei euch, ne, mit Updates. Und ich bin super gespannt, wenn die ersten Kunden ins Büro bei uns kommen ab Montag, Dienstag und dann dementsprechend die ersten Fahrten machen können. Was sagst du, Imad? Ich bin wahrscheinlich auch sehr gespannt. Bis, ne? Ja, bis Montag. Also gerne immer Feedback geben. Ne? Und wir sind auch bereit, falls mal ein Kunde da ist. Guck mal, ich mache mal einen Test am Wochenende. Ne? Dann können wir euch auch mal so ein Gerät mal einen Tag oder so geben. Ist total super. Diesmal werden wir werden sehr viele Langzeittests jetzt auch mit dem Gerät machen. Also unser Ziel ist, bis Ende der Woche ungefähr 800 Kilometer zu fahren mit dem Gerät. Und wir sind ja gestern schon diesen Berg hochgefahren, der für mich krank war. Also kein normaler Mensch fährt diesen Berg so hoch. Und der ist gut, hat einfach nur durchgezogen, ne? ohne Wenn und Aber. Aber nochmal vielleicht abschließend der Hinweis. Lass es uns einmal kurz durchbringen durch die ganzen Motorenprüfungen, denn ihr wisst ja, ne? Also das zu limitieren ist ein bisschen tricky halt eben auch. Ne? Denn sonst könnt ihr euch ja vorstellen, wird jeder Hersteller, Dualmotor generell vielleicht anbieten. Ne? Macht keiner aus dem einfachen Grund, weil es nicht ganz so einfach ist. Ne? Dies der Hinweis. Wie gesagt, ich bin voll auf der Seite der Kunden. Ich sage auch, pass auf, wir wollen immer mehr updaten. Ne? Nur wichtig ist, das dann nicht als unfertiges Produkt nehmen. Das möchte ich vielleicht auch nochmal der Hinweis sagen, denn im Endeffekt haben die Kunden, ne,
bei uns ein 2x500-Watt Motor ohne App, ohne E-Brake am Anfang bestellt, das muss man auch sagen. Und wir, ihr seht das ja, die tollen Kunden wissen das auch, wir entwickeln das Gerät immer weiter. Ne? Und wenn man sich dann hier über einen Klapphaken aufricht, der bei, glaube ich, 98% aller Hersteller gleich ist, ne, dann, ja, dann ist es dann halt manchmal auch so. Ne? Ist aber auch nicht so schlimm, immer eigene Meinung bilden. Ne? Ihr seht, wir haben über 750 Scooter in der Produktion. Wir haben einen Großteil davon wieder ausverkauft. Ne? Und es fängt jetzt erstmal richtig an. Und freue mich jetzt, dass wir hier sehr, sehr viel machen. Ich bin alle 3 bis 4 Wochen hier mit IMA zusammen, ne? Bei Tatau, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben unglaublich viel Entwicklungspotenzial und das ist das, was wir machen wollen. Und ja, ich hoffe, es hat ein bisschen euch Spaß gemacht, euch da kurz auch nochmal mit auf die Reise zu nehmen. Denkt dran, ich lese jeden Beitrag, also ich gucke mir schon die Sachen an und möchte die Sachen halt eben immer dementsprechend mit euch gemeinsam verbessern. Und ansonsten, ach, ich habe eine Sache vergessen, die Wegfahrsperre, ne? Die Reifenstraße, ja. Ah, die Straßenreifen. Ja. Guck mal, die haben wir gar nicht draufgezogen. Ne? Dann machen wir jetzt einen kurzen Cut, dann zeige ich euch nochmal ganz schnell gleich die Straßenreifen. Ja, immer die viel bedachten oder viel gewünschten Straßenbereifung. Lassen wir jetzt auch zertifizieren, ganz wichtig. Ne? Straßenbereifung muss auch zertifiziert sein, ansonsten fahrt ihr laut KBA ein illegales Fahrzeug. Weil es mich dann nicht zugelassen ist. Das ist auch wichtig, das müssen wir halt eben auch zertifizieren. Aber wir haben uns jetzt für relativ runde Reifen entschieden. Falls ihr die alten Videos geguckt habt, also vom reinen Kundenfeedback, ihr könnt das gerne mal in die Kommentare auch schreiben. Ne? Die meisten von euch, die wollten abgerundete Reifen haben. Und der Imad, du sagtest auch, du willst unbedingt abgerundete haben, oder? Abgerundete, ja. Echt? Ja. Ich bin ja total der Fan von den anderen, aber okay, ich beug mich da natürlich den Kunden. Und die Kunden haben wirklich auch alle gesagt, abgerundet. Also haben eben schon aufgezogen, das passt auch alles soweit. Bitte hier. Lassen wir jetzt auch einmal damit nachzertifizieren. Kommen dann jetzt auch. Ne? Haben wir, glaube ich, gestern bestellt. Zeig mal von der Seite. Ne? Also falls die Kunden das wünschen, geht das auch. Wir wissen noch nicht final, das weiß ich erst Anfang der nächsten Woche. Ne? Weil das ist hier ein No-Name-Reifen, natürlich auch gefüllt. Aber wir würden gerne mit CSG oder Kenda oder so zusammenarbeiten, dass wir einmal was Gutes haben. Ne? Ansonsten kommt auch relativ zügig jetzt. Ne? Und dann dies einmal zur Info für euch. Die Wegfahrsperre im Übrigen habe ich auch noch vergessen zu sagen, weil es einfach so viele neue Sachen sind. Die haben wir jetzt auch nochmal optimiert. Früher konnte man ja mit Blinklicht hier diesen Scooter irgendwie wegrollen. Ne? Mit dem Controller, den wir eingesetzt haben, ist die Wegfahrsperre komplett gesperrt. Komplett gesperrt. Du kannst den Scooter dann auch nicht mehr einfach ausmachen. Das funktioniert danach nicht mehr. Also die ist nochmal sensitiver, was das angeht. Ne? Also du hast ja auch geschoben, wie bescheuert, du kriegst den Scooter nicht weggerollt. Ne? Ist übrigens auch ein Feature, das wir bei dem Ursprungsmodell gar nicht angekündigt haben und einfach so umgesetzt haben. Wie gesagt, wir optimieren weiter, wir machen immer weiter. Wir werden aber da kein Ende finden, sage ich euch ganz ehrlich, oder? Jemand? Ja. Also es wird niemals so sein, dass wir, ich habe schon gelesen, Navigation, bla bla bla. Es wird niemals so sein, dass wir alle Kunden zufriedenstellen können. Aber wie gesagt, wir haben, wie viele Widerrufe hast du? Ehrlich? 20. Ja. 20 Widerrufe. Ein paar Austausche, 20, 30 oder so. Das ist also, deshalb haben wir einfach, ich glaube, der Juan hat jetzt eine B-Waren-Aktion gemacht, da hatte irgendwie 6, 7, 8, 9 Stück, da schien nix. Ja. Ne? Also wir sind super happy und wir sind auch froh, dass ihr uns da lieb haltet, weil ihr wisst einfach auch, dass wir immer versuchen, das Gerät besser zu machen. Für mich ist die erste Priorität, die Kunden, die den Elite X haben, die den also wirklich haben, ne? Den immer mehr Features anzubieten. Das ist mir wichtig, weil ihr habt uns so lange begleitet, was das anging, ne? Was die Entwicklung anging, auch was unseren Brand anging und 100% uns hinter uns gestanden. Und natürlich müssen wir da auch ein bisschen was zurückgeben. Das ist halt eben unser Job. Ne? Ich mache das jetzt und wir melden uns da. Ich hoffe, wir kriegen alles so durch. Wenn wir es so durchkriegen, dann würde ich mich ultra freuen. Ne? Weil ehrlich, ich bin auch auf euer Feedback gespannt, was ihr uns liefert halt, ne? Weil ich sage, das ist am absoluten Limit des Möglichen. Ne? Also wenn einer keinen Scooter gefahren und macht dieses Ding auf hart,
der wird wie eine Rakete nach vorne schießen. Also das ist sehr wichtig zu wissen. Okay. 100%. Ja, 100%. Okay, vielen lieben Dank an euch. Ne, danke für die vielen Kommentare. Und wir melden uns dann wieder aus Deutschland ab nächste Woche bei uns verfügbar. Das neue Display mit 300 Nits. Ich kriege in 10 Tagen das große nochmal. Ne? Wir testen die App nochmal, die könnt ihr dann auch anschauen. Und ja, viele liebe Grüße hier aus China. Und wir sehen uns dann wieder in Deutschland. Bye, bye. Into a world.